Hallo liebe Freizeitkapitäne und die, die es noch werden wollen. Hier nun mein zweites Video über meine Tour auf dem Motorboot in den Niederlanden. Im ersten Teil dieses Videos zeige ich unsere Tour von Venlo über Kooi, Niftrik, Hertogenbosch, Heusden, Gorinchem, Utrecht und Montfort bis nach Gouda. Am Vortag waren wir in München mit dem Auto gestartet und hatten Venlo in knapp 7 Stunden erreicht. Hier im Heimathafen von meinem Skipperkollegen Norbert hatte ich mein Boot vor 4 Wochen deponiert, um noch einige Dinge zu Hause erledigen zu können. Aber jetzt sollte es endlich losgehen. Unsere erste Etappe ging über die Maas bergab bis zu dem kleinen Städtchen Kölk. Nach circa einer Stunde Fahrt hatte sich die anfängliche Nervosität ein wenig gelegt und wir fuhren dann ganz entspannt die Maas entlang. So, die erste Schleuse hatten wir auch mit Bravour gemeistert. Die erste Etappe hatten wir ohne Havarie überstanden. Nach einem kleinen Rundgang und dem Besuch der Kirche musste darauf natürlich erst einmal angestoßen werden. Und dann ging's ab in die Koje. Am nächsten Morgen machten wir erst einmal eine Radeltour durch die nördliche Umgebung von Kölk. Meine Versuche als Prediger lösten allerdings nur allgemeines Gelächter aus. Am nächsten Tag steuerten wir den Yachthafen de Batavia bei Niftrik an. Es war ein sehr schöner, moderner Hafen mit 1A Sanitäranlagen. Zuerst die Rufschiffe und dann kommen wir. Und hier genau liegt der Hafen von Niftrik. So, endlich war es soweit. Ich taufte mein Boot von dem Namen Bianca auf den Namen meiner Tochter Lena um.
und weil das Wetter gerade so schön war und wir uns auch bewegen wollten, unternahmen wir eine Radeltour in die Umgebung. Nach circa 4 Stunden war unsere Radeltour beendet und wir fuhren wieder zurück zum Hafen. Dann diese wunderbaren Sonnenuntergänge auf dem Wasser. Sie sind wirklich mit nichts zu vergleichen. Unsere dritte Etappe führt uns über die Maas bis zum Yachthafen Viking bei Hertogenbosch. Mit zunehmender Erfahrung wuchs nun auch die Sicherheit und wie man sieht, auch die Entspanntheit. Und wieder hieß es ein wenig warm. Wenn aber der Weg das Ziel ist, wird auch die Wartezeit zu einem Teil dieses Weges. Und da kommt auch Hertogenbosch in Sicht. Diese Brücke in der sogenannten Netzstrumpftechnik erinnert noch an ein Bataillon, das 1944 Hertogenbosch befreit hat. Eigentlich wollten wir direkt im Hafen von Hertogenbosch an Land gehen. Allerdings war der Hafen aufgrund eines Festivals vollkommen dicht. Darum mussten wir im Hafen von Hertogenbosch umdrehen und suchten uns den netten kleinen Hafen Viking. Kurz vor Hertogenbosch. Es war aber keine schlechte Alternative, ganz im Gegenteil. Ein sehr netter Hafenmeister, der mit seiner ganzen Familie auch das Hafenrestaurant betrieb, sowie die super sauberen Sanitäranlagen ließen wirklich keine Wünsche offen. Auch die 2 folgenden Regentage waren wir hier gut aufgehoben. Diesen Hafen kann ich wirklich jedem Skipper empfehlen.
Tja, und die nächsten 2 Tage regnet es ununterbrochen in Strömen, bis das Wasser sogar durch die Nähte der Persenning tropfte. Aber auch diese 2 Tage Dauerregen konnte uns unsere gute Laune nicht verderben. Und da ja bekanntlich jedem Regen der Sonnenschein folgt, machten auch wir uns aufs Rad und erkundeten Hertogenbosch bei schönstem Sonnenschein. So wie alle großen Kathedralen aus dieser Zeit erzählt auch diese vom Reichtum und der Macht der damaligen katholischen Kirche. Was aber die Schönheit und Bewunderung dieses Gebäudes nicht schmälern sollte. Unser nächstes Reiseziel war die schöne kleine Stadt Heusden. Auch sie lag direkt an der Maas. Ein letztes Mal wollte sich der Wettergott auch an diesem Tag noch einmal in Erinnerung bringen. Nun waren wir in dem kleinen Festungsstädtchen Heusden aus dem 13. Jahrhundert angekommen. Einen Vorteil hatte das schlechte Wetter. Es waren kaum Touristen vor Ort, sodass wir den Ort für uns fast ganz alleine hatten. Die schönen und gut gehaltenen Gebäude, Windmühlen und Brücken macht auch hier die Verbundenheit der Niederländer mit ihrer Kultur und ihrer Geschichte deutlich sichtbar. Schon auf meiner ersten Tour im April, so begeisterte mich auch jetzt der hier überall sichtbare Blumenschmuck der Einwohner von Heusden. Kurz zur Erklärung meiner Freude an Blumen und Pflanzen. Ich bin beruflich Gärtner und Florist und habe somit ein ganz besonderes Auge für diese schönen Erscheinungsformen der Natur. Aber auch diese Naturschönheit sollte man bewundern.
Am Morgen ging es dann durch den Heustenkanal und die abgedammte Maas bis nach Gorinchem. Heute hatten wir eine kurze Strecke vor uns von rund 25 Kilometern, also nur circa 2,5 Stunden Fahrt. Allerdings mussten wir durch die Wilhelminer Schleuse, was auch noch eine Zeitverzögerung bedeuten konnte. Nach dem Passieren der etwas engen Schleuse waren wir dann an unserem Liegeplatz angekommen. Der kleine Hafen lag mitten im Ort und von dort war auch alles fußläufig leicht zu erreichen. Auch das Begrüßungskomitee war gleich zur Stelle. Nach dem Mittagessen ging es dann gleich auf Erkundungstour. Wunderschöner Sonnenuntergang über dem außerhalb des Ortszentrums gelegenen Hafen der Wassersportvereinigung Meerwede. Am nächsten Morgen beschlossen wir eine Fahrradtour zum Ort Leerdam zu machen, dort zu Mittag zu essen und dann wiederum immer an der Linge entlang zurück zu unserem Hafen in Gorinchem. Die Fahrstrecke betrug rund 33 Kilometer. Es war eine wirklich sehr schöne Fahrradtour. Sie ist wärmstens zu empfehlen. Nach einer kleinen Shoppingtour und dem Mittagessen ging es dann auf der anderen Seite der Linge wieder zurück. Thank you.
dieser unserer Radeltour hatten wir unseren Kuchen und Kaffee aber wirklich verdient. Und danach reichte die Energie wieder für einen ausgedehnten Stadtbummel bis zum Abend. Unser letzter Morgen in Gorinchen. Nach dem Frühstück war die Planung für den nächsten Tag fertig und es hieß Leinen los. Und auf ging's durch den Merwede-Kanal bis nach Utrecht. Der Weg ist das Ziel. Nirgendwo trifft diese Aussage mehr zu, wie bei so einer beschaulichen Fahrt auf einem niederländischen Kanal. Als nächstes kamen wir zur Schleuse von Fianen und anschließend auf der anderen Seite der Lek zur Königinschleuse. Das Tor ging auf und los geht's. Auch das Geschäftsmodell dieser Ente hatte sich ganz auf den Schifffahrtstourismus an dieser Schleuse eingestellt. Danach ging es durch bis ins Zentrum von Utrecht. Leider haben wir dort aber keinen Liegeplatz gefunden, sodass wir wieder zurückfahren mussten bis zum Passantenhafen von Nieuwegein. Nach einem kleinen Rundgang durch die Innenstadt von Utrecht ging es dann aber zurück nach Nieuwegein. Es war aber kein schlechter Platz, ganz im Gegenteil. Humane Liegegebühren und eine sehr ordentliche Sanitäranlage waren doch ein deutlicher Pluspunkt für diesen Hafen. Lediglich dieser chinesische Spionageballon störte ein wenig. Nicht direkt im Zentrum zu liegen, hat auch einen Vorteil. Um dorthin zu kommen, muss man sich bewegen. Und das hat ja bekanntlich noch niemandem geschadet.
knapp 8 Kilometer bis zur Stadtmitte, waren aber auch in rund 30 Minuten zu erreichen. Außerdem gab es vom Rad aus auch sehr viel Neues zu entdecken. Und hier sind wir mitten in der Stadt. Viele stets gut besuchte Cafés und Restaurants sowie viele kleine Geschäfte machen ein Stadtbummel äußerst angenehm. Gotische Utrechter Dom, übrigens der höchste in den Niederlanden, sowie die St. Katharinenkathedrale aus dem 16. Jahrhundert sind auf jeden Fall ein Besuch wert. Dann durften wir auf der Rückfahrt auch noch das Wandermuseumschiff, die Flotburg, bei einem Wendemanöver beobachten. Nach 2 Tagen Utrecht packte uns aber wieder der Wandertrieb. Ich hatte gehört, dass eine Fahrt durch die holländische Eifel so romantisch sein sollte. Also machten wir uns auf die Schiffsplanken und legten gleich in der Früh los. Unser Reiseziel für diesen Tag war das kleine Städtchen Montfort aus dem 12. Jahrhundert. Die Bewohner leben dort sowohl von der Landwirtschaft als auch zunehmend vom Tourismus. Doch zuerst waren die Engstellen zur Einfahrt der holländischen Eifel zu bewältigen. Mit nur 4 Meter Breite eine echte Herausforderung, da unser Schiff ja nur 3,75 breit war. Aber dann begann die Fahrt durch diesen wunderschönen kleinen Fluss. Es wurde wirklich zu Balsam für die Seele. Und für die Ungeduldigen unter den Zuschauern habe ich dann noch mal einen Zahn zugelegt. Ja, und so schön kann man seinen Ruhestand genießen. Nach rund 3 Stunden gemächlicher Fahrt hatten wir dann Montfort erreicht. Mitten im Ort fanden wir auch einen schönen Liegeplatz. Allerdings ohne Strom- und Wasseranschluss, dafür aber auch kostenfrei. Na, und hier sollte man seines Brotjes holen. Der in ganz Holland bekannte Bäcker Jan van Dommelen hatte ein exquisites Angebot.
wir den ganzen vorherigen Nachmittag den Ort besichtigt hatten, zog es uns jetzt weiter Richtung Gouda. Es waren rund 20 Kilometer Entfernung, also wieder etwa 3 Stunden, aber Slowly-Fahrt. Das Gerücht, dass eine Fahrt durch die holländische Eifel besonders schön sein soll, ja, das kann ich wirklich bestätigen. Gegen Mittag waren wir dann in Gouda. Einmal noch durch die Schleuse und dann einen Liegeplatz suchen. Davon gab es hier aber reichlich. Hier befinden sich die Liegeplätze, auch alle mit Stromanschluss. Leider gibt es für die vielen Liegeplätze definitiv zu wenig Sanitäranlagen. 2 Duschen mit Waschbecken in Containern für rund 200 Liegeplätze ist wirklich zu wenig. Eigentlich schade, da gäbe es aber für die Stadt noch etlichen Handlungsbedarf. Aber diese Stadt ist wirklich eine Reise wert. Sei es das freistehende Rathaus aus dem 15. Jahrhundert oder die gotische St. Johanneskirche aus dem 16. Jahrhundert. Hier sollte man wirklich ein paar Tage verbringen, um sich alles anzuschauen. Auch den berühmten Käsemarkt an jedem Donnerstagvormittag sollte man unbedingt mal gesehen haben. Natur scheint hier mit den Menschen in Einklang zu stehen. Selbst der ansonsten so scheue Fischreiher ließ sich hier mitten in der Stadt bei seiner Jagd nicht stören.
Gleiches gilt auch für die Enten- und Blässhühner, die hier ihren Nachwuchs großzogen. Und da der Mensch ja Bewegung braucht, schwangen wir uns am nächsten Tag aufs Rad, um die Umgebung zu erkunden. Und auch diese Tour wurde wieder zu einem wahren Augenschmaus.
der örtliche Kanu-Club nutzte auch das schöne Wochenende für eine Tour durch Gaudas Kanäle. Und an diesem Wochenende besuchte mich nicht nur meine lieben Nachbarn aus München, sondern auch noch meine jüngste Schwester mit ihrem Lebensgefährten hier ganz in der Nähe aus Holland. Daher wurde es ein wirklich wunderschönes und entspanntes Wochenende.